Hauptbahnhof ZOB an einem sonnigen Vormittag in Hannover. Alle 7,5 Minuten fährt hier ein Stadtbahnzug der Linie 10 von Ahlem auskommend in die Haltestelle hinein. Mit einem 7,5 Minuten Takt ist die Linie 10 die am dichtesten verkehrende Linie im gesamten Stadtbahnnetz von Hannover. Mit 6,5 Kilometern Streckenlänge ist sie auch mit einer der kürzesten Linien in Hannover und auch die einzige, welche im Regelverkehr an keiner einzigen Tunnelstation einen Halt einlegt. Auf ihrem Fahrtweg vom Hauptbahnhof nach Ahlem schließt sie unter anderem die Stadtteile Linden-Nord und Limmer mit an. Eingesetzt werden auf der Linie 10 in der Regel 6 Wagenzüge. Diese stammen meist vom Typ TW2000, welche dann in Doppeltraktion verkehren, oder vom Typ TW2500, welcher ohnehin ein 6-Wagenzug ist. Ein 6-Wagenzug des Typs TW2500 ist insgesamt knapp 50 Meter lang. Ein TW2000 schafft es mit seinen 3 Wagen auf eine Länge von 25,8 Metern und ist somit als Doppeltraktion knapp 1 Meter länger als der TW2500. Im Fahrzeugverbund finden insgesamt etwas mehr als 300 Fahrgäste Platz, davon 108 auf Sitzplätzen sowie 202 weitere auf Stehplätzen. Ausgelegt sind die Fahrzeuge auf eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, welche allerdings auf der Strecke der Linie 10 nicht mal annähernd ausgefahren werden können. Insgesamt 13 Stadtbahnstationen liegen entlang der Linie 10 und an der östlichsten am Hauptbahnhof von Hannover wollen wir nun die Erkundung der Strecke samt ihrer Sehenswürdigkeiten und Streckenbegebenheiten starten. Die Haltestelle befindet sich hier auf der Rückseite des Hauptbahnhofes zu Beginn der Listermeile und dort in dessen Mitte. Hier steht ein neu errichteter Mittelbahnsteig, welcher komplett überdacht ist, auf dem neu errichtetsten Stadtbahnabschnitt in Hannover. Diese ist zwar nur wenige hundert Meter lang, soll aber die Umsteigebeziehungen zu den restlichen Stadtbahnlinien, welche am Hauptbahnhof im Tunnel abfahren, verbessern. Dafür wurde die Strecke vor dem Bahnhof zum Ägidientorplatz weiterführend stillgelegt und durch dieses kurze Streckenstück, welches wir gleich noch befahren werden, ersetzt. Eröffnet wurde dieser Streckenabschnitt am 18.09.2017. Um die Haltestelle herum liegen viele verschiedene Bürogebäude. Wenn man sich in Richtung des Hintereingangs am Hauptbahnhof von Hannover bewegt, kommt man dann auch zum Raschplatz. Dieser ist ein großer und tiefer gelegter Platz, an dem sich einige Geschäfte befinden. Hier besteht auch Zugang zur Tunnelstation der Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 7, 8 und 9. Diese halten hier an einer viergleisigen Tunnelstation. Auf der nordwestlichen Seite der Stadtbahnhaltestelle liegt auch noch der ZOB. Hier fahren neben verschiedenen Überlandbuslinien auch Fernbusse ab. Besonders bemerkenswert am zentralen Omnibusbahnhof ist die geschwungene Dachkonstruktion. Gemeinsam an dieser Haltestelle mit uns endet übrigens auch die Stadtbahnlinie 17, welche uns im weiteren Verlauf noch ein wenig begleiten wird. Wir starten nun unsere Fahrt und verlassen die Haltestelle in Fahrtrichtung Westen. Schon wenige Meter nach dem Verlassen der Haltestelle unterqueren wir nun die Bahnsteige und Gleise des Hauptbahnhofes. Nachdem wir unter der langen Brückenkonstruktion hindurchgefahren sind, biegen wir nun um eine 90-Grad-Kurve in die Kurt-Schumacher-Straße ab. Dort liegt dann auch die nächste Haltestelle mit dem Namen Hauptbahnhof Rosenstraße. Auch diese Haltestelle wurde im Zuge der Neutrassierung vollkommen neu errichtet und besitzt wieder einen Mittelbahnsteig.
Allerdings überdacht das Dach diesmal nicht den gesamten Bahnsteig und jenes weist auch eine interessante architektonische Konstruktion auf. Direkt neben der Haltestelle liegt die sogenannte Ernst-August-Galerie, ein großes Einkaufszentrum mit den verschiedensten Geschäften und Imbissmöglichkeiten. Von hier aus erreicht man nun trotz der Verlegung fußläufig noch gut den Bahnhofsvorplatz. An diesem liegen immer noch die Stadtbahngleise und wurden noch nicht ausgebaut. An der ehemaligen Haltestelle, wo früher die Stadtbahn hielt, halten heute immer noch Busse. Neben einer Wassersprengler- bzw. Springbrunnenanlage, welche im Sommer das Geschehen auflockert, steht hier mitten vor dem Empfangs- bzw. Bahnhofsgebäude das Ernst-August-Denkmal. Dieses Reiterstandbild, welches auf einem Steinsockel steht, zeigt das Abbild des ehemaligen Königs Ernst August. Dieses steht bereits seit dem Jahre 1861 hier. Im Hintergrund kann man das Bahnhofsgebäude, welches im Jahre 1879 und aus gelben Backsteinen mit viel Stuck errichtet wurde, erkennen. Der Hauptbahnhof von Hannover ist vor allem ein wichtiger Knotenpunkt im Fernverkehr in Deutschland. Hier treffen unter anderem Strecken aus Berlin, aus Hamburg, Braunschweig sowie auch aus Amsterdam und die Schnellfahrstrecke aus Würzburg aufeinander. Neben Nahverkehrszügen in Richtung Bremen, Uelzen, Braunschweig oder Bad Harzburg spielt vor allem im Nahverkehr die S-Bahn Hannover eine wichtige Rolle. Hier gibt es insgesamt 8 S-Bahn-Linien sowie 2 zusätzliche Expresslinien, die nur in der Hauptverkehrszeit fahren. Wir kehren nun zurück an die Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof Hannoverstraße und verlassen nun mit unserer Garnitur der Linie 10 die Station in Fahrtrichtung Westen. Dabei fahren wir nun durch die Kurt-Schumacher-Straße, welche durch die Verlegung der Stadtbahnlinien 10 und 17 zum Hauptbahnhof ZOB komplett durchsaniert wurde. Steintor. Ausstieg links. Exit left. Auch an der nun folgenden Haltestelle Steintor hat sich einiges verändert. Wie wir hier schon auf der Fahrt sehen können, wurden die ehemals als Stadtbahnwartehäuschen genutzten Kunstobjekte nun als Bushaltestellen wieder aufgestellt. Dabei wurde die neue Haltestelle umverlegt und als Mittelbahnsteig ausgestaltet und diese steht nun in der Münzstraße. Die Dachkonstruktion des Mittelbahnsteigs ist hier besonders interessant, da diese an der Oberseite verspiegelt ist. Verbessert hat sich durch die Umverlegung der Haltestelle auf jeden Fall die Umsteigemöglichkeit zur unterirdischen Stadtbahnhaltestelle, da hier ein direkter Treppenzugang besteht. Hier verläuft die C-Stammstrecke, auf welcher die Linien 4, 5, 6 und 11 unterwegs sind. Dafür gibt es am Steintor hier 2 Außenbahnsteige. Der Steintorplatz selbst ist relativ unspektakulär und besteht teilweise aus einer Freifläche mit Sitzmöglichkeiten sowie mit einer Fläche, auf dem fest installierte Marktbuden stehen. Doch für uns geht es nun wieder aus der Haltestelle heraus und wir fahren als erstes um eine Kurve. Damit setzen wir die Fahrt in der Goethestraße fort. Goetheplatz. Ausstieg links. Exit left. Als nächstes erreichen wir die Haltestelle Goetheplatz wieder an einem erhöhten Mittelbahnsteig.
Das Besondere ist hier tatsächlich der Goetheplatz selbst und den dort liegenden Kreisverkehr. Hier ist es nämlich nicht wie sonst bei Straßenbahnen bzw. Stadtbahnen üblich, dass die Bahn durch die Mitte des Kreisverkehrs fährt, sondern außen herum im Kreis. Dies liegt ganz einfach daran, dass sich hier die Linie 17 in Richtung Humboldtstraße ausfädelt und es platztechnisch schwierig gewesen wäre, in der Mitte des Goetheplatzes ein Gleisdreieck zu installieren. Somit bleibt gleichzeitig aber auch noch die Grünfläche am Goetheplatz gut erhalten. Mit dem Verlassen der Haltestelle fahren wir natürlich auch teilweise im Kreisbogen um den Kreisverkehr. Auf dieser erreichen wir dann auch die nächste Haltestelle, Glocksee. Diese ist mittlerweile eine von wenigen Haltestellen, welche noch keinen erhöhten Bahnsteig besitzt. Hier findet man auch den Betriebshof Glocksee, welcher über die Strecke der Linie 10 einen Gleisanschluss besitzt. Dieser hat neben Abstellanlagen auch die Hauptwerkstatt sowie die Betriebsleitstelle für die gesamten Stadtbahnen und Bussen in Hannover der Östra inne. An diesem Betriebshof sind vor allem Fahrzeuge der A- sowie D-Stammstrecke stationiert. Somit sind hier auch immer wieder Lehr- sowie Dienstfahrten zu beobachten, die nicht zum Linienverkehr der Linie 10 gehören. Mit dem Verlassen der Haltestelle Glocksee biegen wir nun wieder um eine Kurve und fahren auf eine Brücke auf. Auf besagter Brücke überqueren wir nun die Ihme, welche ein Nebenfluss der Leine ist. Dieser ist 16 Kilometer lang und führt ausschließlich über das Stadtgebiet von Hannover. Am Küchengarten. Mit dem Verlassen der Brücke biegen wir nun auf die Limmerstraße ein und erreichen die Station am Küchengarten. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt der gleichnamige Platz am Küchengarten, welcher mit rotem Pflaster gestaltet ist und auch Sitzmöglichkeiten beherbergt. Direkt daneben liegt das IME-Zentrum mit dem IME-Platz. Das IME-Zentrum ist ein Ensemble aus Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäuden und beherbergt unter anderem das höchste Gebäude der Stadt, welches mit 92 Metern Höhe und 23 Etagen das Hochhaus der Stadtwerke heißt. Direkt hinter den Gebäuden, welche an der Stadtbahnhaltestelle stehen, liegt außerdem noch das Heizkraftwerk Linden-Limmer. Damit fahren wir nun auch weiter die Limmerstraße entlang. Die nun folgende Haltestelle Leinaustraße liegt genau in der Mitte der Limmerstraße. Die Limmerstraße ist das Zentrum eines der bekanntesten Szeneviertels Hannovers, somit finden sich hier auch viele Geschäfte, Restaurants und Cafés. Alle Haltestellen auf der Limmerstraße sind aufgrund der beengten Platzverhältnisse übrigens noch nicht erhöht, sodass hier die Klapptrittstufen ausgefahren werden müssen. Da es zur nun folgenden Haltestelle Ungerstraße nicht allzu viel zu sagen gibt, werden wir diese im Zeitraffer überspringen. Mit dem Verlassen der Limmerstraße fahren wir dann wieder auf einen Streckenabschnitt weiter mit eigenem Gleiskörper. Bunstorfer Straße.
Auf diesem unterqueren wir auch als erstes den Westschnellweg bzw. die B6. Nachdem wir abermals um eine 90-Grad-Kurve gefahren sind, fahren wir an dem Hochbahnsteig der Haltestelle Wunsdorfer Straße ein. Dieser existiert ebenfalls noch nicht allzu lang, was man vor allem daran erkennen kann, dass dieser wieder als Mittelbahnsteig ausgeführt wurde. In der Nähe der Haltestelle befindet sich das Gymnasium Limmer, wodurch hier reger Schülerverkehr herrscht. Direkt hinter dem Gymnasium fließt die Vösse, welche ebenfalls ein kleiner, 8 Kilometer langer Nebenfluss der Leine ist. Dahinter befindet sich ein Park mit Spielplatz. Zurück an der Stadtbahnhaltestelle können wir bei der Ausfahrt beobachten, dass wir nun wieder um eine Kurve fahren, um unsere Fahrt in Richtung Westen fortzusetzen. Dabei befahren wir jetzt die Wunsdorfer Straße und im Anschluss die Hardenberger Straße. Gleichnamige Stadtbahnhaltestelle, die als nächstes folgt, wollen wir auch überspringen. An der Haltestelle Brunnenstraße, welche wir nun erreichen, finden wir zwei Außenbahnsteige. Dieser wurde hier mit roten Steinen gepflastert. Direkt neben der Haltestelle befindet sich ein auffällig bunt gestaltetes Haus. Direkt hinter diesem Haus befindet sich eine künstlich angelegte Wasserstraße. Der sogenannte Stichkanal Hannover-Linden wurde zwischen 1910 und 1915 erbaut und dient als Zulauf vom Lindener Hafen zum Mittellandkanal. Dieser ist 10,5 Kilometer lang und beherbergt hier an dieser Stelle auch eine Schleusenanlage. Viel mehr gibt es an dieser Haltestelle allerdings nicht zu entdecken. Dafür verlassen wir diese und fahren auf eigenem Gleiskörper jetzt einige hundert Meter parallel zum Kanal. Wir biegen jetzt um eine Kurve und fahren dann auf Höhe der Schleusenanlage über den Kanal. Erhardstraße, Gedenkstätte Ahlen. Danach erreicht unsere Bahn die Haltestelle Erhardstraße. Hier liegt auch die Gedenkstätte Ahlem, welche an die Opfer des KZ-Außenlagers Hannover-Ahlem erinnert. Damit fahren wir auch weiter zur letzten Station auf unserem heutigen Linienweg. Wie die meisten Stadtbahnendpunkte in Hannover ist auch Ahlem ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Stadtbahn und Bus. Dafür gibt es hier direkt neben der Ausstiegshaltestelle eine großzügige Buswendeanlage sowie Haltestelle. Hier fahren neben der Stadtbuslinie 120 auch diverse Überlandlinien ab. Mit in die Haltestellenanlage integriert ist unter anderem auch ein Kiosk. Bereits auf unserer Fahrt passiert, haben wir das nur wenige hundert Meter entfernte Dialysezentrum Ahlem. Nachdem die Bahnen der Linie 10 an dieser Haltestelle ihre Fahrgäste aussteigen lassen haben, fahren sie dann in die Wendeanlage, welche sich direkt hinter der Haltestelle befindet. Diese ist als Stumpfgleis ausgestattet, sodass die Fahrer dann hier die Fahrtrichtung wechseln. Nachdem die Fahrtrichtung gewechselt wurde, fahren sie dann zur Stadthaltestelle. Und damit sind wir bereits am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich danke euch wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video in 2 Wochen wieder. Dort wird es dann ein Video von der Woltersdorfer Straßenbahn geben. Bis dahin, macht's gut!
Auf Wiedersehen und tschüss.